Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, ich bin Marcel von AirGames. Wir spielen weiter Horizon Zero Dawn und sind hier kurz vor Schöpfers End. Und los geht's. So, hier haben wir ja schon mal eine super freundliche Kreatur. So, das war schon mal erledigt. Schauen wir uns mal hier, was denn hier alles rumlungert. Okay, da ist einer. Wir haben Besuch. Okay, den können wir schon mal hier wahrscheinlich ausschalten. Kultistenscherge. Mal hier mal abscannen das Gebiet. Da sind zwei. Okay, ich weiß halt nicht, wenn ich jetzt hier rumballern werde. Okay, das hat gut geklappt. So, da sind zwei, da läuft einer. Oh, da sind auch noch zwei. Frage ist halt. Und der hat auf jeden Fall so ein wunderschönes. Da läuft auch einer. Schauen, ob man hier nach oben laufen kann. Okay, hier werden wir mal safe. Okay, den können wir natürlich hier ausschalten. Lass mal schauen, was jetzt der Typ nicht sieht. Okay, das sieht gut aus. Okay, die Maschine kommt. Der Typ ist da. Oh, die kriege ich nicht. Die kriege ich nicht, aber wir können ja mal so machen. Hier draußen beißt der Schnee ganz schön. Okay, das ist schon mal gut. Und dann kann man ihn vielleicht von hier aus rufen. Hier ist was. Okay, gut. Na komm. Helft mir, Brüder! Verdammt. Okay, hast du selber geschreit. Du Vollidiot. Einfach weitergehen. Hier drüben ist das Ziel. Erledigt. So, jetzt sehen, kommen noch zwei. Okay, verdorbene Maschine.
wirklich nicht so cool gerade. So, versteck dich. Okay, die Maschine ist da. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Okay, da ist einer. Ruhe, aber wachsam bleiben. Okay, der kommt angelaufen. So, jetzt checken wir mal ab, wer hier noch rumliegt oder rumläuft. Eigentlich glaube ich nur noch die Maschine, oder? Okay, der ist da oben. Der sollte eigentlich ja nicht mehr so das Mega-Problem sein. So, wir warten mal, bis der Wächter hier auftaucht. So, jetzt habe ich ihn gerufen. So, komm, mein Freund, komm. Eins, zwei, drei. Und so. Okay. So, dann gucken wir nochmal. Oh, das sind ja noch mehr. Oh mein Gott. Ach, da müssen wir ja auch lang. Okay. Gut, dann räumen wir hier erstmal alles auf. Und dann geht das zum zweiten Abschnitt. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mal mit. Vorratskiste ist immer gut. Diese Grabungsstellen. Sie sind riesig. Ja, ich weiß. So, wann nicht hier noch irgendwie? Oder oben sind noch. Hopp, hopp, hopp. Kultisten, Schergen. Überall. So. Schade, den hätte ich jetzt gut gebrauchen können. Ich glaube, wir machen es mal nächstes Mal so. All diese Ruinen. Was haben die Alten hier gemacht? Problem ist, wenn ich hier jetzt zur Seite gehe. Ja, das müsste eigentlich gehen. Wenn ich von der Seite komme. Ich
wir haben Besuch! Ja. So ist das manchmal. Na, no, die schon wieder. Okay, check mal hier ab. Also, da haben wir ja so einen Verderber, oder? Eieiei. Okay. Jetzt muss ich mal wirklich überlegen. Verderber sind ja nicht so mega geil. Den kriege ich ausgeschaltet. Also den kriege ich weg. Den kriege ich theoretisch auch weg. Die zwei Wächter sollten nicht so das Mega-Problem sein. Der Verderber wird wahrscheinlich ein bisschen knackiger werden. Aber alles machbar, glaube ich. Hoffe ich. Muss sein, ja. Muss. Wir gehen erstmal hier rein. Gucken, ob man von hier aus. Was ist der denn? Oh mein Gott, es sind richtig viele. Und dann kann doch jetzt nicht da rumlaufen, echt. So, ich muss da irgendwo ins Gras rein. Zeig dich endlich, hier wartet ein Pfeil auf dich. Mhm. Nicht durch. Okay, jetzt kann ich zumindest mal den Verderber hier mal gleich ausschalten. Verderber, ich meine den Wächter. So, der kommt gleich zu mir. Okay, der ist schon mal weg. Mal, ob wir den mal rufen können. Hier könnte es gleich Ärger geben. Es könnte sein, ja. Ich habe einen Todbringer beim alten Tod gefunden. Der wird sich nicht so leicht aus seinem Grab befreien lassen. So, das ist auch erledigt. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir den Verderber jetzt. Verderber sag ich schon wieder. Den Wächter nochmal hier. Okay, der Wächter wurde jetzt geweckt. Aber offensichtlich habe ich noch jemand anderen geweckt hier. Ich habe was gehört. Ja, ist gut, dass du was gehört hast. Kannst du gleich mal herkommen, Kollege? Na komm. Ist hier jemand? Ja, ich bin hier, Eloy. Ja, mein Name ist Eloy. Auf der Seite wird Meridian wieder uns gehören. Ja, ich weiß nicht, ob du das. Wenn du das sagst, wird es so sein, aber. So, nochmal einen Stein werfen.
Okay, die Maschine würde wieder. So, jetzt gucken wir mal, wen haben wir denn hier noch? So. Bist du jetzt wirklich... Schnee. Hier draußen wird es nicht wärmer. Oh Gott, da ist der Verderber. So, jetzt gehen wir mal weiter. Da sind zwei. Da ist einer. Da ist dieser komische Verderber. Ja, okay, okay, okay. So, die zwei. Keine Ahnung, wie man die am besten ausschaltet. Ich könnte die jetzt versuchen zu schießen, aber mit dieser Waffe. Oh, da ist auch noch einer. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück auf die andere Seite. Sie ist da entlang. Okay, er hat mich, glaube ich, gesehen. Verdammt. Er denn jetzt? Hey, komm, 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 komm. Was war das? Was war denn das? Was passiert hier gerade? Wieso denn so? Das ist kein Ort für mich. Dunkel, kalt und das Graben im gefrorenen Boden. Ich vermisse Sonnenfall. Okay, so. Noch eine Leiche mehr hier. So, dann haben wir noch ein, zwei... Komischer Verderber und noch ein Wächter. Oh mein Gott. Das Problem ist, ich darf ja nicht gesehen werden. Sonst habe ich echt ein Problem gleich. Schon. So, der Typ ist ja ganz oben, okay. Ist ja quasi über mir. Dahin. Also eigentlich mit dem Schuss müsste das gehen. Ja. Ich muss ja auf jeden Fall irgendwie so ein Scharfschützen-Zeug mal holen. So, wir scannen mal die Gegend. Und das sieht echt gerade wirklich gut aus. So, jetzt ist nur dieser dämliche Verderber da. Aber mit dem sollten wir eigentlich... ...nicht so das mega Problem haben. So, erstmal hier aufsammeln, die ganzen Steinchen. Wir können ja ein paar Fallen machen. Ich glaube, das wäre...
schon eine ziemlich coole Sache. Guck mal, alles im Stealth. Das hat gut funktioniert bisher. Verderber weiß ich jetzt noch nicht, ob ich das hinkriege. Aber ehrlich, wenn ich mich da irgendwo oben hinstellen würde, würde ich den auch weggeballert bekommen. Aber okay, wir gucken mal, wie wir es machen. Ich muss nur ein bisschen näher kommen. Oh, Kacke, da ist ja noch einer. Wo kommt er denn jetzt her? Das könnte schwierig werden. Ja, könnte, wird aber, glaube ich, nicht. Sekunde, was? Okay, Schwäche ist Feuer. Das macht richtig Feuer, das macht nicht mega Feuer, aber das macht Feuer. So, machen wir das mal. Bauen wir ein paar Fallen auf. Okay, die Falle war ja wirklich ein bisschen sehr dämlich. Okay. So, wir können das mal testen. Vielleicht ist es ja cool. Okay, jetzt bin ich steifer jetzt. Okay. Okay, da habe ich es gesehen. Ich glaube, jetzt hilft gerade nur noch Rennen. Und das kannst du ja doch irgendwie zu überleben. Kein Problem, alles gut. Alles noch gut. So, eine Explosion. Mal. Schau mal, wo der ist.
schlechter Tag für einen von uns beiden. Was? Die sind jetzt alle wieder da? Ach komm. Das kann doch nicht wahr sein, echt. Das kann jetzt nicht wahr sein. Wirklich nicht. Was zum Teufel? Hey! Das ist doch wohl echt kacke jetzt gerade. Den Verderber erstmal wegballern. Und ich weiß nicht, warum aber mal die anderen alle da sind. Das ist ja wohl echt gerade. Dämliche Verderber, echt? Ich hätte jetzt gleich platt. So, eigentlich muss das jetzt ausreichend sein. Jetzt kommen noch die komischen Idioten. Ich bin gar nicht hier. Puh. Okay, der Verderber ist schon mal weg, aber das war jetzt gerade unverständlich. Unverständlich für mich. Sieht aus, als wäre ich sicher. Okay, liebe Freunde, wir machen in der nächsten Episode weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.